Herzlich willkommen beim Ausbildertalk und heute mit dem Thema Willkommenslotsen unterstützen Unternehmen bei der Besetzung von offenen Ausbildungs- und Arbeitsstellen mit Geflüchteten und sind an rund 100 Handwerkskammern, IHKs sowie anderen Kammern und Organisationen der Wirtschaft in Deutschland angesiedelt und regional erreichbar. Ich habe heute die Frau Pierenkemper bei mir im Interview am anderen Ende der Leitung. Herzlich willkommen erstmal, Frau Pierenkemper. Ja, herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Ja, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, denn Sie, die Frau Pierenkemper, ist vom Institut der Deutschen Wirtschaft und unterstützt im Rahmen des Kompetenzzentrums für Fachkräftesicherung kleine mittelständische Unternehmen, beziehungsweise bildet jetzt in Ihrer Funktion die oder schult in Ihrer Funktion die Willkommenslotsen, die rund 170 Willkommenslotsen, die wir in Deutschland haben. Und ja, uns interessiert heute erstmal natürlich auch, was Unternehmen tun können, wenn sie nicht die notwendigen Fachkräfte, beziehungsweise in unserem Kontext die notwendigen Auszubildenden bekommen, wenn der Markt leergefegt ist, Fachkräftemangel herrscht und vielleicht der ein oder andere schon den Gedanken gefasst hatte, na, wir könnten doch einen Geflüchteten einstellen, aber wie funktioniert das? Es gibt Hürden, wie überwindet man die, wo bekommt man Hilfe? Und dazu die erste Frage gleich an Sie, Frau Pierenkemper. Willkommenslotsen, wer ist das überhaupt und was machen die denn genau? Genau, also die rund 170 deutschlandweit tätigen Willkommenslotsen informieren Unternehmen über die Möglichkeiten der Fachkräftesicherung aus Gruppe der Flüchtlinge. Dabei informieren und beraten sie in allen praktischen Fragen rund um die Themen Beschäftigung und Qualifizierung von Geflüchteten. Das kann anfangen bei der Beantwortung von rechtlichen Fragen, also der Frage, wen darf ich überhaupt einstellen, wer darf überhaupt bei mir arbeiten, geht dann über den Kontaktaufbau zu Geflüchteten, also wie finde ich den passgenauen Geflüchteten für mein Unternehmen, bis hin zu der Frage zu Fördermöglichkeiten, also welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es, aber auch ja zum Beispiel Themen wie den Aufbau einer Willkommenskultur im Unternehmen. Ja, und da werden wir jetzt in das ein oder andere Thema auch so ein bisschen detaillierter einsteigen, denn vor allem die kleinen mittelständischen Unternehmen, die sich mit dem Thema wenig befasst haben, werden jetzt natürlich oder ja, seit sie von diesem Thema auch erfahren haben, Geflüchtete, der Möglichkeit, Geflüchtete einzustellen, sich die Frage stellen, na, wie gehe ich denn jetzt im Einzelnen vor? So, ich habe jetzt als Betrieb das Interesse, einen Flüchtling einzustellen. Wie gehe ich konkret vor, wenn ich noch nie zuvor einen Geflüchteten ausgebildet habe? Was mache ich als erstes? Genau, das Wichtigste ist, glaube ich, holen Sie sich Unterstützung. Da sind die Willkommenslotsen zum Beispiel ein sehr guter erster Ansprechpartner, aber auch wir vom Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung bieten den Unternehmen viele hilfreiche Informationen, wie beispielsweise Schritt-für-Schritt-Anleitungen, also was Unternehmen zum Beispiel rechtlich beachten müssen. Ja, und der dritte ganz wichtige Punkt, bilden Sie Netzwerke und gehen Sie in den Austausch mit anderen Unternehmen und Beteiligten. Und profitieren Sie eben von deren Erfahrung. Den Kontakt zu möglichen Bewerbern, aber auch den Kontakt zu anderen Unternehmen, die damit Erfahrung haben, wie bekomme ich den? Also Kontakt mit Geflüchteten, da sind einerseits die Willkommenslotsen ein guter Ansprechpartner wiederum, da sie über wirklich große Netzwerke verfügen. Ansonsten gibt es ja wahnsinnig vielfältige Wege, um mit den Geflüchteten in Kontakt zu kommen. Zum Beispiel sind ein guter Ansprechpartner die Schulen. Also in allgemeinbildenden wie auch in Berufsschulen gibt es häufig gesonderte Willkommensklassen oder Integrationsklassen für Geflüchtete. Und hier ist einfach der große Vorteil, dass die Lehrkräfte die Schüler schon über einen längeren Zeitraum kennengelernt haben und so auch ihre Stärken und Schwächen gut einschätzen können. Außerdem gibt es zum Beispiel für Flüchtlinge mit workhere.de eine speziell ja für Geflüchtete geschaffene Jobbörse. Und dort können Arbeitgeber auch gezielte Stellenangebote platzieren, aber auch eben explizit nach Gesuchen Ausschau halten. Okay, also zwei wichtige Anlaufpunkte. Einmal die Schulen, auf die Unternehmen natürlich direkt und unkompliziert an ihrem Standort in ihrer Stadt zugehen können. Und die Plattform, nochmal zur Wiederholung, heißt
Work. Also work here, also wie work Arbeit Doppel-E-E-R. Ah ja, alles klar, okay. Der Kontakt zu Unternehmen, die damit Erfahrung haben, gibt es da auch Unternehmen, die sagen, ja, wir teilen das gerne, wir geben das gern weiter? Genau, also es gibt eine ganze Menge an runden Tischen, wo es sich lohnt, auf jeden Fall den Kontakt zu suchen, Unternehmensnetzwerken. Da können sicherlich aber auch die Kammern ein wichtiger Ansprechpartner sein. Okay. Welche Chancen habe ich denn, so einen geeigneten Bewerber zu finden? Beziehungsweise kann man das irgendwie reduzieren auf bestimmte Berufe oder Branchen, wo man sagt, ja, da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das funktioniert? Das ist eigentlich sehr schwierig. Also die Vorqualifizierung der Geflüchteten sind eben sehr unterschiedlich. Einige haben zum Beispiel bereits ein abgeschlossenes Studium im Herkunftsland. Viele andere haben aber aufgrund von Krieg und Flucht in den letzten Jahren zum Beispiel kaum eine Schule besucht. Generell bekommen wir zurückgespiegelt, dass die Sprache und ganz besonders eben die Fachsprache die größte Herausforderung im Berufsalltag darstellt. Daher kann man vielleicht so tendenziell sagen, dass Berufe, in deren Sprache, also die deutsche Sprache, vielleicht eher eine untergeordnete Rolle spielt, manchmal passender ist. Wobei hier ist es auch wieder schwer, eine pauschale Aussage zu treffen. Also wir am Institut bilden zum Beispiel eine Auszubildende mit Fluchthintergrund als Kauffrau für Bürokommunikation aus. Also eine Tätigkeit, wo Sprache natürlich ganz, ganz entscheidend ist. Und wir machen durchweg positive Erfahrungen. Okay, das heißt am besten da auch die Experten bzw. die Willkommenslotsen mindestens mal einen engen Kontakt halten, um da oder Austausch auch, um da die richtige Wahl und Entscheidung auch zu treffen. Genau, da ist es eben ganz entscheidend, eben wirklich einen passgenauen Bewerber zu finden, also wie natürlich bei jedem Bewerbern ohne Fluchthintergrund aus. Und da empfiehlt es sich eben auch, Experten mit ins Boot zu holen. Jetzt habe ich vielleicht auch über andere Wege Kontakt zu Geflüchteten. Wen darf ich denn überhaupt beschäftigen? Welche Rolle spielt denn da das Herkunftsland, Aufenthaltsgenehmigung und wie groß ist eine Wahrscheinlichkeit einer Abschiebung? Kann man das auch irgendwie wieder zuordnen zu bestimmten Gruppen, Ländern? Ja, also prinzipiell kann man hier zwischen drei Gruppen unterscheiden. Also einerseits gibt es ja die anerkannten Flüchtlinge. Das sind eben die, deren Asylgesuch bereits positiv entschieden wurde. Und das ist eben ganz wichtig für Unternehmen, denn diese Geflüchteten dürfen eben so wie jeder andere Auszubildende, wie jeder andere Arbeitnehmer beschäftigt werden. Es sind also keine Besonderheiten zu beachten. Aber auch Asylbewerber, also das sind die Personen, die sich noch im Asylverfahren befinden, oder auch Geduldete, das sind Personen, deren Asylgesuch zwar abgelehnt wurde, aber ihre Abschiebung ausgesetzt wurde. Die dürfen auch im Unternehmen beschäftigt werden. Allerdings sind hier bestimmte Wartefristen und Zustimmungspflichten zu beachten. Also wir empfehlen auf jeden Fall frühzeitig den Aufenthaltsstatus des gewünschten Kandidaten zu klären. Und dann eben auch gegebenenfalls notwendige Zustimmung einzuholen. Und hier können natürlich auch die Willkommenslotsen, aber auch der Arbeitgeberservice, der Bundesagentur für Arbeit und der Jobcenter weiterhelfen. Okay. Bei den, Ja. also bei den Asylbewerbern, also die Personen, die sich ja noch im Asylverfahren befinden, kann eben auch die sogenannte Schutzquote eines Herkunftslandes einen guten Richtwert für die Chancen der Bewilligung des Asylantrages geben. Die Schutzquote gibt an, wie viele Asylanträge positiv beschieden werden aus diesem jeweiligen Land. Also zum Beispiel ist es so, dass im Jahr 2017 die Schutzquote der Geflüchteten aus Syrien bei ja, ungefähr 94% lag. Das heißt dann, dass 94% aller Asylanträge von Menschen aus Syrien positiv entschieden worden sind. Und das ist immer natürlich ein ganz guter Richtwert, die Schutzquote. Ja, auf jeden Fall. Also gibt einem jetzt auf jeden Fall schon mal eine Richtung, wie man vorgehen kann. Und auch das Positive an dem Podcast, man kann zurückspulen und das definitiv nochmal aufrollen, wenn man dann Bewerbung auch hat, beziehungsweise vielleicht auch einen Kandidaten, wo man sagt, ja, das könnte erstmal passen, aber darf das auch passen? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Genau. Hier vielleicht noch eine Ja, Besonderheit zu gerne. erwähnen, und zwar im Rahmen der Ausbildung ist eben im Rahmen des Integrationsgesetzes die sogenannte Ausbildungsduldung beschlossen worden.
Und die Ausbildungsduldung besagt, dass eben auch Asylbewerber, die eine Ausbildung machen, eine sichere Bleibeperspektive für die Gesamtzeit ihrer Ausbildung sowie eben für 2 Jahre anschließende Tätigkeit bekommen. Und das bietet natürlich eine ganz wichtige Planungsperspektive für Unternehmen und für Auszubildende. Ja, das ist gut, dass Sie das sagen, weil das ist oft auch der Punkt, wenn Unternehmen sagen, naja, dann bilde ich den aus und dann muss er wieder gehen. Also was haben wir dann davon, da außer eine Investition? Und da wären wir auch schon beim nächsten Punkt, Investitionen, Unterstützung. Welche Unterstützung, fangen wir erstmal finanzieller Art, kann ich denn vom Staat oder von anderen Institutionen erwarten, wenn ich einen Geflüchteten zur Ausbildung oder zur Arbeit einstelle? Also es gibt eine ganze Menge von verschiedenen Integrationshilfen, von denen Betriebe profitieren können. Zum Beispiel gibt es eine finanzielle Unterstützung schon für die Einstiegsqualifizierung. Die Einstiegsqualifizierung ist sozusagen das zentrale Instrument zur Ausbildungsvorbereitung. Und für diese halb- bis ganzjähriges Praktikum kann der Betrieb eben einen Zuschuss für die Vergütung erhalten, beziehungsweise die Vergütung, die der Betrieb dann an den Flüchtling zu zahlen hat, wird komplett rückerstattet. Und während der Ausbildung gibt es eben zum Beispiel im Rahmen der Berufsausbildungsbeihilfe eine finanzielle Unterstützung für den Geflüchteten selbst. Aber prinzipiell würde ich sagen, dass neben der finanziellen Hilfe eigentlich gerade nicht monetäre Unterstützungsmaßnahmen, eben wie Angebote des Sprachnachhilfeunterrichtes oder sozialpädagogische Betreuungsangebote oder auch fachliche Nachhilfe ganz entscheidend sind, um eben eine Ausbildung erfolgreich zu meistern. Und auch hier gibt es ja viele passende Programme. Ich möchte einfach nur beispielsweise 2 Programme nennen. Das sind einerseits die ausbildungsbegleitenden Hilfen oder auch die assistierte Ausbildung, wo eben solche Angebote dem Auszubildenden angeboten werden. Okay, also damit sollte auch die Angst genommen sein, ganz allein dazustehen mit jemand, der die deutsche Sprache vielleicht nicht beherrscht, vielleicht den ein oder anderen Nachholbedarf hat. Es gibt hier tatsächlich Wege und Möglichkeiten, das auszugleichen und vor allem auch die finanzielle Unterstützung für Betriebe, sowohl als auch die Fortbildung und Möglichkeiten, die Sie jetzt genannt haben. Das ist definitiv auch hier auch schon mal wichtig für Unternehmen bei der Entscheidung, wollen wir diesen Weg gehen, wollen wir das ausprobieren. Zu guter Letzt, ich glaube, wir haben so das Wichtigste jetzt genannt, einen Überblick geschaffen. Wer sich jetzt dafür entscheidet, ja, ich möchte diesen Weg gehen, ich möchte das probieren, ich möchte Geflüchtete zur Ausbildung oder als Arbeitskräfte einstellen, wer ist mein Ansprechpartner? An wen kann ich mich jetzt wenden als Unternehmen? Wo finde ich meinen Ansprechpartner? Genau, als erster Ansprechpartner dienen sicherlich die Willkommenslotsen. Also die können bei allen wichtigen Fragen rund um die Integration von Geflüchteten unterstützen, aber eben auch diese ersten Kontakte mit Geflüchteten herstellen und eben auch passgenau letztendlich vermitteln. Außerdem ist es sinnvoll oder sicherlich sinnvoll, sich auf kofa.de zu informieren. Ansonsten ist es ganz wichtig, frühzeitig zu klären, welche rechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten sind, beziehungsweise ob irgendwelche Zustimmungserfordernisse notwendig sind. Und hier kann insbesondere der Arbeitgeberservice, der Arbeitsagentur und der Jobcenter fachkundig weiterhelfen. Und hier erhalten Unternehmen außerdem auch noch eine ganze Menge Informationen eben über mögliche Unterstützungsangebote. Denn dieser Prozess der Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt ist eben ein Prozess, den Unternehmen nicht alleine bewerkstelligen müssen. Ich danke Ihnen für das Interview. Ich glaube, wir haben doch jetzt ja, eine Möglichkeit so ein bisschen aufgerollt, die in Zeiten der, ja, der Suche, vielleicht auch der verzweifelten Suche nach Auszubildenden eine Alternative sein kann, eine gute Möglichkeit sein kann mit Fachkräften von morgen. Und deshalb danke für den Überblick, Frau Pierenkemper, an der Stelle. Ja, sehr gerne.
Und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch gerne bewerten Sie diesen Podcast, bewerten Sie auch gerne, wenn Sie es gesehen haben, bei YouTube das Video. Schreiben Sie in die Kommentare, was Sie sich wünschen für die Zukunft, was wir Ihnen an Themen bieten sollen, können, dürfen. Und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Bis dahin.